Legen Sie bitte alle Metallgegenstände ab, die Sie mitführen. Schlüssel, Kleingeld. Da ist er. Ach du Scheiße! Oh. Ah, oh! Ah! Oh, Scheiße! Oh nein! Oh nein, 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 oh nein. Jetzt muss ich nur noch den Preis hören. Jetzt brauche ich nur noch den Preis. Ah, du Scheiße, Alter. Die brauchen in Indien ja eh keinen Kies. Die wissen gar nicht, wohin damit. Wir tun denen noch einen Gefallen. Schluss gewählt werden. Frechheit ist das. Wenn Karl jetzt einfach mal die Schnauze halten würde, könnten wir endlich Frieden auf der Welt haben. Aber dieser wütende Mann in seinem Ökosessel, der will ja Faschos verhindern. Und deshalb haben wir keine schönen Dinge. Bah, macht er mich wütend, dieser Karl. Mittlerweile mein Lieblings-Leipziger, fick dich, Katzenix. Keiner liebt dich. Deine Eltern wollten dich nie. Und dieser Typ da, der sitzt in seinem sicheren Kinderzimmer und hat... Oh, come on. Ah, das ist der Knossi. Wisst ihr, wer heute da ist? Holzi, das Holzkernmaskottchen. Hallo, Hakon. Ja, schade, dass das bei uns nicht mehr geklappt hat mit der Werbepartnerschaft. Aber man kann jetzt ja mit dem Code von Josef bestellen. Josef 15, glaube ich, war der. Ui. Dankeschön, Holzi, die Holzkernkiste. Also dann, da sagt man ja, dass der Kommunismus hässlich ist in seiner Architektur, ne? Aber jetzt guck dir diese amerikanische Vorstadt an, wo du wahrscheinlich dreimal mit deiner Schwester schlafen musst, damit du überhaupt das Haus verlassen sollst. Guck dir an, wie traurig diese Häuser aussehen. Ich bitte dich. Guck dir das. Dieses Haus schreit um Hilfe. Ich will hier raus. Gott, das ist ja alles so, das sieht aus, das ist doch Philo. Philo gerade erkannt. Guck mal hier, Philo, einfach traurigstes Haus von allen. Reißt mich ab! Ich will wirklich, dass die Zeit der Dubstep-Intros auf YouTube einfach zurückkommt. Einfach so komplett viel zu laut im Vergleich zum Rest von Videos. So richtig so. Jump, 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 jump. Das muss einfach zurückkommen. Nee, ich mach keinen Subgold mehr. Du Monster! Dude, put a hole in it. Use your thumb. Oh. Ich glaube, das mit dem Dosenstechen üben wir nochmal. Ja, Josef. Cool, dass du jetzt da bist. Kennst du schon Green Force? Das ist eigentlich die bessere Marke, um dafür Werbung zu machen. Ah ja. Und ich hätte noch eine Empfehlung für heute. Abend. Erscheinen Sie einfach im Bikini oder im String, dann wird es kühler, aber die meisten werden so ausgestattet sein. Da sind wir wieder. Gucken, wie sie das den Grünen in die Schuhe schieben werden am Ende des Tages. Also, den Radweg hier hat der Hubert Aiwanger verlegen lassen. Ich hab mir die fiese blutig kam. Ich möchte mich kurz nochmal beschweren, dass da kein Thumbnail von mir eingeblendet wurde, sondern nur eins von den Klupper-Twins. Das ist mir mal, macht mir mal wie... Ne, ich will eigentlich gar nicht mich jetzt gespielt aufregen. Fick die Klupper-Twins, so. Steigen wieder ins Auto ein. Hier seht ihr, wie das Ganze... Ja, hier seht ihr auch... Wie wir mit dem Auto losfahren. Aussieht. Wir haben da unter.
Das ist ein echtes Auto. Der Film, das war der große. Guck mal hier, da ist die alte Reaction. Da war ich noch der freigestellte Hakon. Seid ihr denn eigentlich? Ihr merkt ja nicht, mit wem ihr euch hier einlasst. Vor allem, ich kenne nicht mal deinen Dachboden. Auch gute Reaction. Ich glaube, nur Idioten verwenden so inflationär das Wort Bruder für Leute, mit denen sie nicht verwandt sind, Bruder. Ja, also eine gut gealterte Aussage. Aber... Oder Vergangenheits-Hakon hat mir nur, der baut nur Scheiße. Der macht nichts Gescheites. Gib mal einen Link, ich will das sehen. Vergiss es. Es gibt gute Gründe, warum das nicht mehr gelistet ist. Auch noch dieser Affe, dieses Oh nein. Es fehlt eigentlich noch nur noch dieser Emoji, der so seitlich lacht und dabei weint. Wisst ihr, wen ich meine? Die bereit wären, 1.000 Euro zu spenden. Ich brauche hier auch immer noch 4.000 Leute, die bereit wären, 1.000 Euro zu spenden. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist wirklich wichtig für mein großes Weihnachtsspecial. Das, ja, hört richtig. Da wäre ich auch fast gestorben bei den Vorbereitungen. Oh. Das ist eine Leidenschaft geworden. Oh, geil. Oh, ich lieb alles daran. Ah, Digga. Hier in meinem 100.000 Euro Gaming-Keller, Digga. Da hab ich mit Sony PlayStation in die PlayStation eingebaut, Digga. 10.000 Euro Kamera, 5.000 Euro Fisch, Digga. So ein Ding ist das nämlich. Lass mir ja gar nichts verbieten von irgendwelchen Leuten im Internet, Digga. So, hier, ich kann ja wohl hier für NFTs Werbung machen, Diggi. Es ist 13.12 Uhr! Stellt er sich raus, es war halt nicht die Antifa, aber da waren die Finger auch schon ab. Prost, Prost, Prost. Prost, Prost, Kameraden, Prost, Prost, Kameraden, Prost, 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 Kameraden, wir wollen einen heben. Prost, 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 Prost. War mal Teflon drauf auf der Pfanne. Ist jetzt so ein Verdacht. Ich glaube allerdings, die letzten Jahre hat der gute Mann das Teflon aus der Pfanne vollständig aufgegessen und jetzt kommt er auf die wildesten Ideen im Paul-Breitner-Hemd. Das Teflon ist jetzt in ihm, ja, da brennt gar nichts mehr an. Wer ist der unlustigste Mensch der Welt? Sagt schnell. Wer ist der unlustigste Mensch der Welt? Noch ist nichts entschieden. Ich? Merkel? Deine Mutter? Karl? RGJ? RGJ? Mario Barth? RGJ? 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 Okay. RGJ? 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 Noch einer, RGJ, Robert Geist Jetset, RGJ, der Typ mit der großen Hairline, RGJ, RGJ, Robert Geist Jetset, RGJ, okay, wow, krass, richtiger Hater. Idiotentreff.chat, aka twitch.tv/Hakon. Die Tunika ist so weich. Oh, schau. Das sind meine Hände. Oh, da hat er mich vorhin echt gehabt, ey. Ich fühl mal, wie weich die Tunika ist, Sir. Das sind meine Hände. Ich weiß auch nicht, wie wir von diesem brutalen Vernichtungs-Bosskampf gegen den Oger und so weiter, wo einfach Nuklearwaffen eingesetzt wurden, wie wir dahin gekommen sind, dass am Ende in der Karawane irgendwie alle Unterwäsche gekauft haben. Ist mir komplett ein Rätsel, aber ist egal. Und was trinkst du? Whisky Cola. Oh.
Selber schuld, man trägt auch keine Haut als Schuhe, du Hurensohn. Da ist scheinbar nichts dran. Please! One line to guide me! Gegen Merkel! Um die geht's gerade nicht, Faxe. Dankeschön für die 50. Der Sieger der gestrigen Ziehung, Jens Knosalla, antwortete auf seinen Gewinn folgendermaßen. Schatzi, komm her. Schatzi, schnell. Schatzi, der größte Gewinn in meiner Karriere. 8.000 Euro.